Mein erster Besuch in Israel aus Anlass einer Gebetskonferenz der Fürbitter für Israel im Januar 1996 veränderte mein Leben. Das erste Mal in meinem jungen Leben als Christ wurde ich mit der Realität Israels vertraut gemacht. Plötzlich bekamen die Namen und Orte, die alten Geschichten der Bibel eine vollkommene neue, ja eine sehr lebendige Bedeutung. Damals wusste ich noch nicht, dass der Herr ein Leben in Israel für mich und meine Familie geplant hatte. Im Oktober 1996 zog ich dann ein paar Wochen nach meiner Hochzeit mit meiner Frau nach Jerusalem, um am King of Kings College, heute Israel College of the Bible, zu studieren. Doch obwohl wir von da an wussten, dass wir eine Berufung in Bezug auf Israel hatten, sollten wir erst nach einem weiteren Deutschlandaufenthalt im Mai 1998 ganz nach Israel ziehen. Das sind 17 Jahre her heute. Wir kamen zurück mit dem Ruf, Christen in aller Welt von der Wichtigkeit Israels in Gottes Endzeitplan zu erzählen und vor allem über die Aktualität der Tora zu informieren. Sowohl Jesus als auch die ersten Jünger und sämtliche Schreiber des Neuen Testamentes hatten selbst nicht mehr als das Alte Testament zur Verfügung. Es war das Alte Testament, das von Jesus zeugte, noch bevor er in die Welt kam. Es war das Alte Testament, von dem Jesus predigte und aus dem er seinen Jüngern zeigte, dass alles so geschehen musste, wie es geschrieben steht. Durch das Prädikat alt wird der Tenach, wie das Alte Testament im Hebräischen heißt, von den meisten Christen entweder vernachlässigt oder zumindest nicht in nennenswerter Weise als Grundlage für das Christenleben herangezogen. Meistens werden Stellen aus dem Tenach ausschließlich vergeistlicht, ohne eine wortwörtliche Bedeutung in Betracht zu ziehen. Schuld daran ist in vielen Fällen ein komplett falsches Verständnis des Wortes Tora, wie das Herzstück des Tenach, die fünf Bücher Mose, genannt wird. Wenn wir als westliche, deutschsprachige Christen das Wort Tora hören, denken wir fast ausschließlich an das Wort Gesetz. Durch die allgemein akzeptierte Lehre, dass wir frei vom Gesetz sind, betrachten wir oft die Tora nicht wirklich als ein für uns heute gültiges Dokument heiliger Schrift. Durch diese falsche Vorstellung von Tora berauben wir uns unserer eigenen Fundamente in Christus. Ja, noch viel mehr. In der Zeit der Versuchung, sagte Jesus, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Wenn wir als Christen nicht beginnen, wirklich jedes Wort Gottes zu studieren und ernst zu nehmen, verhungern wir oder sind im höchsten Maße unterernährt. Was ist also die Tora? Das hebräische Wort Tora leitet sich vom Verb Yara her. Yara hat mehrere Bedeutungen und wird unter anderem mit Lehren, einen Fall abschließen, informieren, instruieren übersetzt. Tora ist damit wesentlich mehr als nur das Gesetz, obwohl das Gesetz ein Bestandteil der Tora ist. Umschreibend kann man Tora wie folgt zusammenfassen. Tora ist die Lehre Gottes, die ein Mensch benötigt, um das von Gott gegebene Ziel zu erreichen. Damit ist Tora genau das Gegenteil zum griechischen Wort hamartano, welches besser als Sünde bekannt ist. Sünde bedeutet ein Ziel verfehlen oder auch Gottes Gesetz zu missachten. Ohne die Kenntnis der Tora sind wir nicht in der Lage, Gottes Willen vollkommen zu erfüllen. Tora.de wurde damals ins Leben gerufen, um Christen an die Tora heranzuführen und Anschluss zu eigenen Studien zu geben. Der erste Kommentar wurde an nur 12 Freunde verschickt. Aus diesen bescheidenen Anfängen entwickelte sich innerhalb eines Jahres eine Leserschaft, die einige tausend Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreicht. Dabei sind wir nicht als Theologen herangegangen und zur Theologe, ne, der, zu der Theologe hatte ich zu einem anderen Thema, guckt mal danach, ne, die Theologe. Wir sind also nicht als Theologen an die Auslegung herangegangen, sondern als Christen wie du und ich, die wir tagtäglich herausgefordert sind, unseren Glauben zu leben. Wir, das sind neben meiner Person, also ja, neben meiner Person Dr. Jürgen Bühler, der als deutscher Verbindungsmann für die internationale christliche Botschaft in Jerusalem arbeitet. So, der Dr. Jürgen Bühler ist gerade Executive Director der internationalen christlichen Botschaft und sollte er sich zu diesem Video noch nicht geäußert haben, darum geht's, für jeden anderen auch. Doron Schneider, der ebenfalls bei der christlichen Botschaft arbeitet, heute glaube ich als deutscher Verbindungsmann oder als internationaler Sprecher und israelischer Verbindungsmann, und Michael Schneider, der damals im Familienbetrieb der NAI für das Layout der monatlichen Zeitschrift Nachrichten aus Israel zuständig
war. So, der Michael ist gerade in Krimitschau, hat dort eine Vortragsreise, habe ich gestern gesehen, fährt gerade ein bisschen durch Deutschland. Michael ist einer der allerersten Menschen gewesen, die ich mit in Israel kennengelernt habe, damals noch im Jesushaus. Michael, schön, dass du dich jetzt auch gleich zuschaltest, ja. So, das sind natürlich die ersten Worte, das Vorwort gewesen aus Tora.de, das Buch aus dem Jahre 2000, habe ich das geschrieben, November 2000. Und jetzt bis von da an sind 15 Jahre her und es haben sich einige Dinge verändert. Und es geht also wirklich darum, ja, herauszufinden, stimmt das? Ja, stimmt das oder stimmt das, was bestimmte andere Leute erzählen? Denn es geht hier nicht wirklich um das Kernzentrum dessen, was wir als Christen, als Deutsche, nicht nur was wir glauben, sondern wie führen wir unseren Glauben aus? Worauf stehen wir? Glauben wir an die Wahrheit oder lassen wir uns verführen? So. Und diese Tora.de ist halt eines der Beweise aus Jesaja 2, Vers 3 und Micha 4, Vers 2, dass halt am Ende der Zeit, sagten halt die Propheten, kommt halt jemand daher, der wird halt Weisung aus Zion ausgeben und das Wort des Herrn aus Jerusalem. Und das Wort des Herrn aus Jerusalem ist die Zeitung der Internationalen Christlichen Botschaft heute, die aber eben nicht von der Internationalen Christlichen Botschaft gemacht worden ist, sondern halt auch damals von mir 1998. Ich darf das mal, das ist eines der wenigen, ich habe das erst neulich wieder bekommen, das nette Exemplar. Das heißt, das Originalwort von Jerusalem ist halt tatsächlich von mir gemacht worden, weil ich es auf dem Herzen hatte, nachdem ich eine Offenbarung bekommen habe, nach Israel zu gehen und dort eine Zeitung zu machen. Ludwig Schneider ist dort stark involviert gewesen. Avil Schneider, die an so und dort für Jahre in der Botschaft gearbeitet, meine eigene Zeitung produziert. Dort sind Dinge gemacht worden und letztendlich ist dort der Grundstein gelegt worden für das, was wir heute in Deutschland erleben. Ihr seht im Hintergrund, sind einige Bilder aufgeschlagen. Ihr seht halt auch, dass einige Items halt dort liegen. Das sind quasi so jetzt die Geschichten, worum es nicht nur heute geht, sondern halt auch in den nächsten Tagen und Wochen, weil es geht darum, wer sagt tatsächlich die Wahrheit. Wer sagt tatsächlich die Wahrheit? Ist das die deutsche Bundesregierung? Ist das die christliche Botschaft? Ist das der Staat Israel? Ist das eine jüdische Gemeinde? Ist das eine christliche Gemeinde? Ist das der Papst? Oder ist das das Wort Gottes? So, und das Wort Gottes ist halt, nachdem ich jetzt halt auch öffentlich die Artikel 9 Gesellschaft Ephraim gegründet habe, ist halt meine allgemeine Geschäftsbedingung. Das ist die Grundlage, ich hatte das öfters schon mal gesagt, das ist die Grundlage, auf der all diese Sachen, die hier beschrieben werden, abgehandelt werden. Das heißt, ich möchte mich nicht streiten, doch, ich möchte mich streiten, nämlich um die Wahrheit herauszufinden. Bin ich der, der ich behaupte zu sein? Das ist eure Aufgabe. Ich kann halt nur sagen, wer ich bin. Ja, und habe das halt verschiedenen Leuten gesagt, die haben aber nicht darauf reagiert. So, und deswegen ist es halt zu einer Situation gekommen, die sehr, sehr ungewöhnlich ist, aber halt tatsächlich von Zeiten her in der Bibel aufgeschrieben sind. Und die große Schwierigkeit heute liegt tatsächlich darum, kann man dem Wort Gottes vertrauen? Kann man dem Wort Gottes vertrauen oder muss ich unbedingt, damit ich das verstehe und ausleben kann, muss ich zu einem Leiter gehen, muss ich zu einem Pastor gehen, muss ich zu einer offiziellen Veranstaltung oder irgendeiner Organisation gehen oder kann ich einfach als ganz normaler Mensch diese Tora ausleben? So. Und dadurch, dass jetzt gerade auf der Welt unglaublich viele Menschen aufwachen zu dieser Realität. Ein Moment, das kann ja gar nicht sein, was uns viele Leute erzählen. Die fischen teilweise alle noch im Dunkeln, ja. Warum? Weil sie halt die Tora und das, was über Israel und die Prophetien geschrieben ist, ja, entweder nicht kennen oder nicht glauben oder nicht danach handeln oder sogar bekämpfen. So. Und das ist jetzt halt so in den diese Dinge. Wir hatten jetzt am 25.05.
hatten wir halt ein unglaublich wichtiges Datum. Ja? Ich hatte knapp 2 Monate vorher dem Yogi, ich habe dir das gesagt, ich habe mich angerufen. Ja? Du hast mich halt, du hast mir Namen gegeben, die werden später, das wird später alles rauskommen halt. Ja? Du hast mir Namen gegeben, die dir nicht zustehen. Du hast halt komplett falsch gehandelt und ich rufe jetzt halt, ich habe dir das gesagt, Himmel und Erde als Zeugen auf, das, was hier passiert. Warum? 1999, als wir das zusammen hier gemacht haben, du hast halt, da sind halt tatsächlich auch 4 von deinen Lehren sind halt auch mit darin, weil wir gesagt haben, wir möchten dann Überblick haben. Warum? Weil es mir darum geht, die Wahrheit zu geben. So. Und diese Wahrheit ist halt durch Ungerechtigkeit niedergehalten worden. Und zwar unter anderem auch von dir, Yogi, dann natürlich auch noch von dem Malcolm Hedding und ganz besonders von dem David Parson. Das sind halt 3 ganz spezielle Dinger gewesen, ja, wo man den Finger drauf packen kann, die jetzt halt nach und nach halt ans Licht kommen. So. Und worum geht es? Geht es mir da um einen persönlichen Feldzug oder sonst? Nein, mir geht es darum, die Wahrheit herauszufinden, weil es geht darum, den Frieden in Jerusalem aufzurichten. So, und in Jerusalem gab es halt vor 2000 Jahren ein Konzil. Dort gab es ein Konzil und der steht halt in Apostelgeschichte 15, 21 und ich finde das sehr, sehr bezeichnend. Vor 15 Jahren sind diese Sachen geschrieben worden. Wir hatten am 25.05. habe ich gesagt, das Empowered, ja, Empowered 21. Yogi, du bist damit involviert gewesen, die Botschaft hat damit Werbung gemacht, ja. Ihr vertretet damit 600 Millionen Menschen. So, und wenn ich habe dir schon gesagt, wenn du halt verkehrt liegst, ja, dann sind halt alle 600 Millionen auch verkehrt. So, das heißt, es ist also nicht nur eine Sache zwischen dir und mir, sondern in dem Moment, wo ich dir nachweisen kann, dass du verkehrt bist, sind halt alle anderen 600 Millionen auch verkehrt. Und dann braucht man halt nur noch nach leichtem Ausschlussverfahren halt ja jemanden wie den Papst und so weiter und so fort. Die kann man halt dann beiseite schieben. Warum? Naja, weil sie argumentativ einfach auf der verkehrten Seite liegen. Und ja, dieses Empowered 21, ja, diese Dinger, das sind halt meine 21 Jahre, die ich jetzt als Gläubiger durch die Gegend laufe. Und ja, in der ich halt eben das Wort aus Jerusalem produziert habe. Warum? Weil der Herr mir den Geist geschenkt hat und es mir immer ein Anliegen gewesen ist, ja, das zu tun. Und halte die Tora, ja, eine Tora-Auslegung, damit die Menschen wirklich mal verstehen, nein, der Geist, der ist halt überall dort, ja, wo es um die Wiederherstellung des Königreiches geht, ja. Matthäus 6, 33, ganz, ganz wichtig, ja, trachtet zuerst nach dem Himmelreich Gottes und alles andere wird dir zufallen, so. Da wir aber jetzt mittlerweile schon sehr, sehr lange in der Zeit fortgeschritten sind, Jesus ist vor 2000 Jahren halt, ja, gekommen, in den Himmel hinaufgefahren und dort heißt es halt, dass halt Jeschua, heißt es halt, irgendwie kommt er runter, ja, aber was halt überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm ist, na, das irgendwann muss ja mal der Geist fallen, der Geist, dass Jeschua der König ist, das muss ja irgendwo in die Menschen halt reingekommen sein und das ist halt diese große Frage, ja, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Und die jetzt kann man halt glauben, was man möchte. Man kann glauben, was man will. Also heute auf dem Supermarkt der Religion kann man halt ja reingehen. Man kann sich halt Katholizismus bis Satanismus über Esoterismus, Okkultismus, Illuminatentum kann man sich alles aussuchen. Ja, aber die Frage über Jerusalem, die wird halt entschieden basierend auf den AGBs der unserer Artikel 9 Gesellschaft Ephraim. Ja? So, das heißt, jeder Jude wird halt dort reinschauen müssen, weil es halt hebräische Schrift, jeder Jude muss reinschauen können und sich danach richten müssen. Und halt auch jeder, der halt irgendwas mit dem Volk Israel, mit der Bibel, mit Jesus oder was zu tun hat. So. Und dort gibt es halt tatsächlich eine komplett falsche Verständnis darüber, ein komplett falsches Verständnis darüber, was eigentlich die Tora ist. Und bevor ich also das geschrieben habe, gibt es eine kleine Einführung, die werde ich jetzt nochmal vorlesen. Ja? Und bevor wir dann uns ganz konkret anschauen, was wir machen, wie wir es machen und ja, warum wir machen, was das Ziel ist. So, also, ja, der Grundstein von allem ist halt tatsächlich die Tora.
So, und obwohl das jüdische Verständnis von Tora weit über das Alte Testament hinausgeht und auch außerbiblische Schriften wie zum Beispiel die Mischna oder den Talmud umfasst, ist der Kern der Tora die Lehre Moses. Moshe Rabbeinu, Mose unser Lehrer, wie er von den Juden genannt wird, empfing am Berg Sinai genaue Instruktionen von Gott, die für das Volk Israel und jeden, der sich ihnen anschloss, bestimmt waren. So. Und dieses Fest, was dort gefeiert wird, nämlich ist halt das Shavuot-Fest, das Fest der Erstlingsfrüchte, wo man traditionell die Gabe der 10 Gebote und der Tora halt auf dem Berg Sinai gefeiert. Und das war halt am 25.05. sehr wichtig. Das ist der gleiche Tag Pfingsten, ja. Pfingsten normalerweise ist halt vom christlichen Kalender abweichend, ja, weil es halt dort, ja, die haben sich halt rausgenommen, der Antichrist hat sich halt rausgenommen, das Gesetz abzuändern. Es gibt also zwei unterschiedliche Zeiten, aber am 25.05. war halt dieses Jahr, im 48. Jahr Jerusalem, sind halt die Zeiten parallel, ja, also das Passa und Oster fallen zusammen und es fallen halt, fiel auch dieses Jahr Shavuot und Pfingsten zusammen. So. Und da wird also genau an diesem 25.05. War also nicht nur die Konferenz, sondern es wurde halt das Fest der Erstlingsfrüchte gefeiert, ja, es wurde also das Fest der Gesetzgebung vom Berg Sinai gefeiert, es wurde aber auch das christliche Pfingsten gefeiert. Und, Jogi, ich habe das gesagt, es wurde halt auch mein Geburtstag gefeiert, der halt 1967 gewesen ist. Und die große Frage halt, wie das funktioniert mit dem Geist, beantwortet mein Geburtsdatum, weil die Katholiken hatten auch die große Frage, ja, was machten die, wie funktioniert das? An meinem Geburtstag ist halt sehr offizielles Dokument veröffentlicht worden, nach 700 Jahren, Prophetie, halt das Geheimnis der Eucharistie, wo man versucht wird, von der katholischen Kirche zu erklären, wie das funktioniert, wenn der Geist Gottes runter in den Menschen kommt. Das kann ich euch sehr gerne erklären. Ja, ist mein Geburtstag. Die Dinge, die ich halt gemacht habe, darum geht es jetzt tatsächlich, zu sagen, na gut, das sind meine Fakten, da kann sich halt keiner rausreden und ist jetzt halt eure Aufgabe, das zu überprüfen und dementsprechend zu handeln. Bei dir, Jogi, habe ich das ganz klar gesagt, pass auf, was du tust, bin nicht nur zu einmal, zweimal, dreimal, viermal zu dir hingegangen, habe jetzt auch den Johannes Gerloff vorher angerufen von der CAP, habe ihm gescheit gesagt, ich habe gesagt, Johannes, stelle bitte sicher, ja, dass der Jogi das hört, hat ein bisschen gedauert halt, ja. Danach habe ich nichts mehr gehört, außer einem sehr, sehr beleidigenden Message. So, und da dürft ihr jetzt halt überlegen, was das bedeutet in dem Psalm, wenn es heißt, ne, wenn der, ne, der Baustein, der verworfen wurde, ne, was mit dem passiert. So. Aber jetzt gehen wir nochmal rein, hier in die Einführung, damit wir das auch mal wirklich verstehen, worum es heute geht. Heute, hier und jetzt, ja, ist nämlich diese Instruktionen, ja, sowie der geschichtliche Hintergrund des Volkes Israels sind in den 5 Büchern Mose festgehalten. Ja? Das heißt, unser gesamtes Verständnis von dem, was wir über Israel, über Politik, über überhaupt alles haben können, müssen wir anhand der Tora tatsächlich abgleichen. Ja? Warum? Na, dort sind halt die Wahrheiten begründet. Dort sind die Bünde von Abraham, Isaak und Jakob. So. Und diese 5 Bücher sind die eigentliche Tora Gottes, die Lehre, die Gott den Menschen gab, um das Ziel zu erreichen, welches er für uns bestimmt hatte. Ja? Also dort sind ganz klare Hinweise darauf, wie alles abzulaufen hat, wie das Königreich aussehen soll, was die Basis des Königreiches ist. Ja? Und ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel Apostelgeschichte 1, Vers 6 verstehen will, Herr, wann ist die Zeit, ist jetzt die Zeit gekommen, wenn du, ob du das Königreich wieder herstellen willst an Israel, muss ich natürlich wissen, was das Königreich ist. Und da komme ich über diese 5 Bücher Mose einfach nicht umher. Und das Gigantische ist halt, jetzt werden wir hier ein bisschen weiterlesen, ja, diese Bücher des Gesetzes wurden vom Volk Israel über weite Zeiträume nicht sonderlich beachtet, ja, was dazu führte, dass das Haus Juda im Jahre 586 vor Christus in die babylonische Gefangenschaft musste, nachdem schon das Haus Israel 722 vor Christus von den Assyrern verschleppt und in alle Winde zerstreut wurde. So. Und das ist nämlich die Kernaussage letztendlich, worum es geht,
das, was halt Gott vor 4000 Jahren dem Abraham gesagt hat, dem Isaak und dem Jakob, jetzt sind wir halt Milliarden von Menschen, das gilt doch immer noch. So, und da sind wir doch die Nachfahren, also wenn wir sagen, wir gehören zu den Kindern Abrahams, dann sind wir doch irgendwie seine Nachfahren. So, weil irgendwo müssen die Leute ja herkommen, ja, und das haben wir halt komplett vergessen, ja, dass halt die Strafe an Israel, die ist 2600, 2700 Jahre her, die geht jetzt dann, die ist zu Ende, die ist zu Ende und es liegt an uns zu realisieren, jawohl, wir sind das und es liegt an uns, das halt umzusetzen, um Frieden zu machen. Nach der Rückkehr der Juden nach Jerusalem nahm Esra einen neuen Anlauf, die Tora Gottes umzusetzen. Ja? Es wird von ihm gesagt, er sei der erste Pharisäer gewesen, somit gewissermaßen der Stammvater jener Gruppierung, die ganz besonders auf die genaue Einhaltung der Gebote Gottes achtete. So. Die genaue Einhaltung von Vorschriften und Verordnungen ist römisch. Ja? Das ist römisch, das ist eigentlich Religion. Aber Esra war da so ein bisschen anders, weil der halt das erste Mal gesagt hat, nein, wir sind halt deswegen rausgeschmissen worden, wir sind hier heilige Priester und wir müssen halt das Gesetz ein bisschen schwieriger machen. Wir müssen das halt vorsichtig, damit wir halt das Gesetz nicht brechen, werden wir halt einen Schutzwall um das Gesetz rumziehen und werden das dann halt dementsprechend, damit auf gar keinen Fall irgendwie da was schiefläuft. Ne? So, nach der Rückkehr der Juden, ab Esra begann man nun regelmäßig die Bücher des Gesetzes zu lesen und für die jeweilige Zeit auszulegen. Und das ist halt bis heute. Ne? Irgendwann, einen genauen Zeitpunkt kann man da nicht bestimmen, gab es dann eine feste Ordnung der Lesung. Die Tora wurde in Wochenabschnitte eingeteilt, den Parashot HaShavua, und an jedem Sabbat in jeder Synagoge gelesen. Ne? Also 1. Apostelgeschichte 15,21, denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. So, und wenn du Neutestamentarier sind, ich habe sehr viele, kenne sehr viele Brüder, die sagen, ja, wir sind neutestamentarische Christen, toll, hast du Mose gelesen, hast du das am Sabbat gemacht, warst du in der Synagoge. Ja, wenn nicht, wo ist deine Verbindung zum, wo hast du deine Weisheit her? Wo hast du deine Weisheit her? Ja? Und wenn ihr da reinguckt, Apostelgeschichte, Konzil, ganz, ganz wichtig, die haben halt, ne, ganz klipp und klar festgestellt, naja, das sind eigentlich die verlorenen 10 Stämme, die dort eigentlich zurückkommen. Ne? Die verfallene Hütte Davids wird halt wiederhergestellt. So, und damit die das halt begreifen, ist halt das total wichtig. Ja? Lese halt Mose am Schabbat, jeden Schabbat halt nach diesem Zyklus und geh halt ab und zu mal in eine Synagoge, guck mal, was dein jüdischer Bruder macht. Ja? Ganz, ganz wichtig. Ja? Die Tora wurde also in diese Wochenabschnitte eingeteilt, den Parashat HaShavua, und an jedem Sabbat in jeder Synagoge gelesen. Dabei unterscheidet man zur Zeit Jesu 2 verschiedene Zyklen. Es gab sowohl einen einjährigen als auch einen dreijährigen Lesezyklus. Das heißt, innerhalb von einem bzw. 3 Jahren wurde die Tora in den Synagogen komplett durchgelesen. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahre 70 nach Christus blieb nur noch der einjährige Zyklus bestehen, der auch noch heute seine Gültigkeit besitzt. Das heißt, einmal im Jahr wird halt die gesamte Tora durchgelesen, alle 5 Bücher, nach verschiedenen Abschnitten, die haben alle einen Namen. So, und wenn man das halt sehr, sehr lange macht, ich habe das jetzt halt, wie gesagt, 21 Jahre gemacht, also 21 Mal diesen Rhythmus durch, ja, und das sind halt 3 Schabbat-Rhythmen, 3 Schabbat-Rhythmen, wenn man das halt macht, dann sieht man praktisch an seinem Leben, wie sich das, was in den Schriften befindet, tatsächlich auswirkt, ja, und wie man das halt auch umsetzt, so. Neben der Parasha HaShavua, den Tora-Abschnitt, wird eine Parallelstelle aus den Propheten und Schriften normalerweise gelesen, der sogenannten Haftara. Man vermutet, dass sich die Lesungen der Haftara über die Zeit verändert haben, da zum Beispiel das Kapitel 53 aus Jesaja, das Kapitel über den leidenden Messias, vollkommen herausgelassen wird, obwohl sämtliche Kapitel vorher und auch danach gelesen werden. Hier, damals, in unseren Kommentaren zur Tora beziehen wir uns bis auf einige Ausnahmen, wenige Ausnahmen, ausschließlich auf die Tora-Lesungen und nicht auf die Haftara-Lesungen. Ja? Da Jesus und die ersten Jünger auf keine andere Schrift zurückgreifen konnten, da das Neue Testament ja noch nicht geschrieben war, wird von uns das Neue Testament durch die Augen und Verständnis des Alten Testamentes gesehen und nicht umgekehrt. Dies führt das eine oder das andere Mal zur Auffassung,
die vom allgemein verbreiteten Schriftverständnis abweichen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das, Yogi, ist halt eine der Sachen, die ich dir halt komplett vorzuwerfen habe. Du hast halt den Weg der Tora verlassen. Du hast 2006, kann ja jeder, onlinepredigt.de, nachdem wir unsere Differenzen gemacht haben, ich die Botschaft verlassen habe, halt, bist du offiziell rausgegangen und hast gepredigt, ja, genau, nicht nur gegen das, was du vorher gesagt hast, ja, sondern auch das, was wir gemeinsam herausgefunden haben, und du hast halt den Weg der Tora verlassen, ja, und du hast dadurch dein Erstgeburtsrecht verkauft. Du hast ja dadurch dein Erstgeburtsrecht verkauft, ja, wie der Esau. Dumm gelaufen. So. Und das ist aber eines der größten Knackpunkte. Warum? Naja, wenn ich die Bibel lese, ja, wenn ich die Bibel lese und hinten halt anfange, dann verstehe ich ja gar nicht, was vorne los ist. So, jetzt ist das hier eine hebräisch-englische Bibel. Aber damit ihr das mal so ein bisschen von der Aufteilung seht, ja, so, hier ist Seite 10. So. Wir haben also vom Verhältnis her, von dem, was also in der Schrift drinsteht, also hier ist Matthäus halt. So. Das heißt, das ist das Alte Testament, ja. Oder in Anführungsstrichen, das ist halt die Tora, die Propheten und die Schriften. So. Und das hier ist das Neue Testament, ja. Also das Neue Testament alleine schon vom Volumen her, ich meine, leuchtet doch jedem ein, dass du noch nicht, das ist ja genauso wie. Wenn du halt irgendwie Roman liest, dann machst du halt 3 Seiten auf und dann kannst du die Geschichte nicht verstehen. Du verstehst sie halt nicht, ja. So, und eines der größten Katastrophen, ja, Stuttgart, ich gehe halt durch die Innenstadt nach Stuttgart, Riesenschild, ne, Bibelgruppe, ja, wir verteilen Bibeln, ja, aber dann tritt man halt näher und es ist halt keine Bibel, es ist halt ein neues Testament, und aus dem neuen Testament, dann reicht es zwar, errettet zu werden, ja, bestimmt, ja, aber wie willst du dann halt dein Leben umsetzen als Gläubiger? Das geht doch gar nicht, ja. Wenn du rausgekommen bist aus Ägypten, brauchst du doch ein neues Gesetz, auf das du dein Leben aufbaust halt, ja. So. Und deswegen, ne, beziehen wir uns dort halt wirklich auf die Schrift, das, was gemacht werden sollte. So. Und das sind halt irgendwie Geschichten immer und immer und immer wieder. Das ist halt der nächste Schritt, auch Jürgen, ne, dass halt der Maike mit seinem Ephraim Error, der hat das halt als rausgegeben, als Fabel, ja, the Ephraim Fable. So. Und ja, dort ist es ziemlich einfach, das, was ich Malcolm gesagt habe, das, was ich dir gesagt habe, das, was ich allen anderen gesagt habe, mit denen ich über dieses Thema gesprochen habe, ja, lässt sich halt komplett leicht auseinanderpflücken, ja, absolut auseinanderpflücken. Und dieses Dreigestirn halt von David Parson, von Malcolm Heading und leider auch von dir, lieber Yogi, halt, ist halt, dass ihr das Wort Gottes halt durch Ungerechtigkeit niedergehalten habt, ja. So, und jetzt kommst du halt zurück nach Deutschland, und da werden halt ein paar Sachen, die sind halt offen, ja, da sind ein paar Sachen offen, ja, auch mit, ne, so. Und deswegen, ja, auch damals schon, ne, mit unseren Auslegen wollen wir keine Dogmen aufstellen, sondern jeden Leser anreden, sein Bibelverständnis zu vertiefen, indem er unsere Aussagen ganz genau am Wort prüft, ja, nämlich frei nach 1. Thessalonicher 5, 21 wieder. 5, ne, die Gnade, 21, ne, Empowerment 21. Drum prüfe alles und behalte das Gute. Prüfe alles. Ja? Aber wenn du es geprüft hast, ja, dann musst du ja mal zu einem Ergebnis kommen. Das reicht ja nicht, dass man prüft. Ja? So, ich sage euch jetzt jedem, der halt zuschaut, ja, wem glaubt ihr? Wem wollt ihr glauben? Ja, ihr habt halt die Möglichkeit festzustellen, ist das Wort Gottes wahr, ja oder nein? So, ich sage euch, dass halt ich derjenige bin, der halt Jesaja 2,3 und Micha 4,2 wortwörtlich erfüllt hat. Ich möchte gerne, dass halt wirklich das bekannt ist, warum. Es ist halt Unrecht geschehen. Es ist Unrecht geschehen und dieses Unrecht, ja, muss halt wieder gut gemacht werden. Es muss wieder gut gemacht werden, weil das ist nämlich christusgemäß. So, jetzt ist das eben nicht nur eine Angelegenheit zwischen dem Yogi und mir, ja, das ist halt das Private, aber der Jürgen, der ist halt als Executive Director, der Executive Director der internationalen christlichen Botschaft in einer sehr, sehr wichtigen Position.
Mission, ja, worum es halt wirklich geht, die Botschaft halt, ne, entsprechend auch nach Israel zu bringen. So. Und da sind halt einige Dinge, die muss der Benjamin Netanyahu zum Beispiel wissen halt, ja, warum, ja, die Zeit ist halt reif. Die Zeit ist halt reif und jetzt ist halt so bis zum September, ja, ist halt Zeit, da gibt es halt am 25.05. habe ich halt zum 25.05. die Ephraim-Gesellschaft gegründet, beziehungsweise bin damit rausgegangen nach 21 Jahren mit einem, ja, mit einem absoluten Angebot, ja, mit einem Angebot, nämlich herauszufinden, ja, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? So, und meine Challenge ist halt tatsächlich, bis zum Ende des Jahres all diese Lügen, all das, was da erzählt worden ist, wieder sauber zu machen, wieder klar zu bringen. Warum? Weil ich nach 7 Jahren hier in einer Daniel 4 Position gewesen bin, da hat überhaupt keiner mitbekommen. Ich habe versucht, das zu erklären, wurde nicht drauf gehört und jetzt muss das halt auf diesem Wege gehen. Das heißt, das Internet ist halt eine unglaublich tolle Sache, denn es kann geteilt werden und wenn es halt einmal oben ist, kann es halt nicht mehr, ja, wenn es halt geteilt wird, kann es halt nicht mehr runtergenommen werden. Ja, das heißt, es ist eine ganz klare Ansage, ich werde halt mit den Leuten, mit denen halt Sachen geklärt werden müssen, werde das halt komplett offen machen, ja, aber ich bitte euch, das halt auch mit zu unterstützen, ja, ich brauche dort wirklich auch eure Unterstützung, ja, nicht nur ich, sondern der Mo, der Martin, alle, die dort gerade hier involviert sind, Menschen, die in Amerika involviert sind, Menschen, die in Israel informiert sind, die halt schon darüber Bescheid wissen, was jetzt läuft, ja, die müssen alle halt darüber verstehen, wir brauchen eure Unterstützung. So, und deswegen ist halt unter jedem Video, wir werden das ganz klar ansprechen, ihr habt halt derzeit, gibt jeder Mensch, ja, der halt in irgendwie politisch engagiert ist mit der Kirche, ja, der gibt halt Geld für alles Mögliche aus. Der gibt für alle möglichen Sachen Geld aus. Ja, der gibt sogar Geld aus hier für den Spiegel. Ja, der gibt halt Geld aus für den Spiegel. Und wo wir sagen, Kinder, das ist Lüge. Was hier drin steht, ist, ja, das ist halt, um euch zu verwirren, ja. Und wir bringen euch halt die Wahrheit, ja. Wir bringen euch halt die Wahrheit und zwar so, wie sie ist. Nicht nur, weil wir euch was nein, sondern weil wir ganz genau wissen, Nummer eins, wer wir sind, ja, was wir zu tun haben und wer unsere Pappenheimer sind, mit denen wir Dinge klarstellen müssen und dass jeder das checkt, ja, solange diese Dinge nicht geregelt sind, der wird das halt auch nicht aufhören, ja, es wird also rausgehen und je länger das dauert, sind halt Konsequenzen, ihr müsst das halt vorstellen, ja, nicht nur, dass der Druck von uns erhöht wird, diese Sache friedlich beizulegen, sondern wir fordern Leute zur Umkehr auf, ja. Wir fordern Leute richtig zur Umkehr auf, ja. Und das wird halt irgendwann halt damit münden, wie gesagt, mit so einer kleinen Elijah-Challenge. Also wir möchten das richtig machen. Bis zum Ende des Jahres haben wir halt bis zum Rosh Hashanah 5775, hatte ich schon mal angekündigt. So, und am nächsten Jahr, also in diesem September, möchten wir dann halt mit dem Horn nach Israel, nach Jerusalem, das Horn blasen, Yom Kippur einführen, also nicht einführen, sondern zu Yom Kippur in der Klagemauer sein, das Horn blasen. Jeder, der dort gerne mitkommen möchte, das Horn hören möchte, ist sehr gerne eingeladen, dort mitzukommen. Ja? Aber dann, nachdem diese Dinge gemacht werden, danach, während des Laubhüttenfestes, eine Elijah-Challenge zu machen. Ja? Und die Elijah-Challenge ist halt eine sehr, sehr ernsthafte Angelegenheit. Ja? Und wie ernsthaft die ist halt, Yogi, total klasse, denn wir saßen im Büro und haben halt dieses Bild gemacht. Ja, es ist total schicke Sache halt, ne, dieses Bild hier. Es ist halt Yogi, Doron und ich, wir sind halt da drauf, so die Zeit, wo das gemacht worden ist. So, und jetzt ist halt dein Brüderchen, ja, dein Brüderchen ist so schick gewesen, hat das Bild gemacht hier. So. Ne, unbiblisch Elijah. So, und deswegen halt die Elijah Challenge. Ne, deswegen die Elijah Challenge. So, warum? Na, Last Man Standing. Last Man Standing. Ich habe es bis hierhin dicke. Ja, das, was ich mir an Lüge anhören sollte. Und jeder macht halt weiter. Er hört halt einfach nicht auf. Ja.
Er hört nicht auf. Das geht in Politik, das geht in Religion, ja, das geht. Es ist nur noch Lug und Betrug unter den Menschen halt, ja. Und es hat mich halt unglaublich geschmerzt, lieber Jürgen, dass du halt so als mein Bruder, der halt da total eng involviert gewesen bist, ne, dass ich da durch musste. So, jetzt erkenne ich aber halt auch, dass das halt ja, sein musste. Das musste halt sein. Aber. Ja, damit ich dir das überhaupt erzählen kann und damit das überhaupt abgeht, aber nicht nur, dass es halt, sondern dass ja auch jeder versteht, jeder ist verkehrt und das ist eine Ziel, bis das mal reingesackt ist, ja, das dauert halt, das dauert ein bisschen. In der Zwischenzeit, wo das halt noch nicht durchgesickert sind, sind wir halt in einer gewissen Situation, naja, der weiße Stein, der muss halt mal ein bisschen raus, der muss halt ein bisschen geöffnet werden. Wir werden dort das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Aber es dauert halt ein bisschen. So. Und in der Zwischenzeit bitten wir euch, ja, nicht nur uns zu unterstützen, indem ihr halt einmalig 57,77 für Jerusalem gebt, ne, damit wir diese Sachen machen können, damit ich das machen kann. Ja. So, aber dann wird es halt auch danach, wenn er es gemacht hat, ein klares Angebot geben auf eine lebenslange Partnerschaft. Ja. Das heißt, das, was ich habe jetzt 21 Jahre lang überlebt, der Herr hat mir die Versicherung gegeben, dass ich halt bis definitiv diese Sachen machen werde, die ich mir angesagt habe, die ich auch dem Yogi in einem prophetischen Call halt mitgeteilt habe. 1 Stunde 45 Minuten. So, und diese Sachen werden umgesetzt. Da steht der Plan, der wird nicht abgerückt, da werden jetzt Informationen rausgehen und je eher ihr uns helft und mit dabei seid, desto besser ist es für uns, für euch und für die Welt. Und das ist halt meine Einladung. Schaut halt, wie ihr uns unterstützen könnt. Bitte solltet ihr halt, ne, Ludwig Schneider, Jürgen Bühler, Johannes Gerloff, Doron Schneider, Michael Schneider, Aviel Schneider, wenn ihr diese Leute kennt, ja, wenn ihr meine Brüder kennt, macht die auf dieses Video aufmerksam und fragt die danach. Und fragt ihn danach, stimmt das, was der Ulf sagt? Stimmt das? Ja, das stimmt, stimmt alles. Ja. Und dort sind halt, wie gesagt, ich bin ein friedlicher Typ, möchte das gerne friedlich lösen, aber die Zeit tickt. Ja, die Zeit tickt. Und deswegen wird das jetzt halt so nach und nach abgefackelt werden. So, das Nächste, was halt wird, ich werde halt das mit der, es gibt halt einige Dinge, die halt in den nächsten Tagen und Wochen kommen werden halt, ne? Das Nächste ist also wirklich dieses große Ding, was ist da mit der ICEJ los, ja? Das Nächste ist halt auch, was ist hier in Deutschland los mit den, zum Beispiel ja mit den Libertären, eine Einigkeit und Recht und Freiheit, wie sieht es damit eigentlich aus? Eines der riesengroßen Themen wird sein Geld, ja, unser Geld, unter das wir halt hier verkauft sind. Es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Warum? Wir sind also in diesem Jahr im Jahr der Ziege. Ja, das ist hier die chinesische Ein-Unzen-Münze dazu. Ja, und ja, vielfach gibt es also Bilder halt auch mit der Ziege und ja, mit so einem ähnlichen Horn. So. Das ist halt das Jahr des Horns, ja. Und da geht es halt tatsächlich um unser Geld, ja, dass du, wenn du halt nämlich Scheine in der Tasche hast, hast du eigentlich kein Geld, sondern Schulden. Und das werden wir praktisch, werden wir halt in diese Bereiche hineingehen. Wir werden euch erklären, ich habe eine ganze Menge Bücher halt hier rumstehen, ja, wir werden hier Demokratie für alle, ne, Demokratie für alle, Videoset von der Ministerium für Bilder, Propaganda, Philister, wir werden uns ganz klar mit den Philistern, mit den Palästinensern auseinandersetzen, ja, aber natürlich auch mit den großen Denkern der ja, Demokratie, des heutigen Zeitalters, wo ich mir vorgenommen habe, hier ein bisschen reinzugehen in Krise und Zukunft der Demokratie. Wir werden natürlich auch ganz klar hier eine solche Schmierblätter und Lügenpresse halt wie der Spiegel und sowas halt, ne, die halt das ganz offen sagen, was hier abläuft. Also bitte, ne, es werde Geld, also die sagen das. Ja, was hier abläuft, wir werden das tun, und zwar als Priester. Wir haben das gesagt, ja, das ist jetzt halt offen, wir sind eine Gesellschaft für die Arbeits- und Lebensverbesserungen der Priester. Ja, nach der Ordnung Melchisedeks, könnt ihr halt in der Bibel gucken, wenn ihr nicht wisst, was das ist, ja. Und damit stehen wir, sind wir direkter Konkurrenzposition zum Draghi. Ja, zum Draghi stöhnen fest, warum, ne? Geldpolitik ist Priestertätigkeit. Der Unterschied ist zwischen Draghi, hoher Priester, der verschuldet euch. Der verschuldet euch und zwar mehr und mehr und mehr und mehr. So.
die Priester nach der Ordnung Melchisedeks, das sind wir, wenn du zu mir kommst, ich helfe dir, dich zu entschulden. Ja? Bei mir gibt es halt Gold und Silber und ich sorge dafür, dass deine Schulden los wirst halt. Beim Draghi, der sorgt dafür, dass du die bekommst. Ja? Und das ist eine ganz einfache Wahl, zu welchem Priester willst du halt hingehen, um die Finanzen deiner Familie anzutrauen. Ne? So eine Frage, das werden wir alles schön genau behandeln. Wir werden dort reingehen. Wir möchten uns mit vielen, vielen Leuten unterhalten. Helft uns dabei, macht mit. Gottes Segen, bis dann.